Ja. Siggi, du hast keinen Hut gehabt vorhin. Nein, aber ich habe einen gesehen mit dem Hut. Und bei bist dem du hat mir in nicht Texas gewesen, oder? Nein, bei dem hat mir nicht nur der Hut imponiert, sondern auch viel mehr die Gitarre. Es ist ein Künstler, vor dem ich schlicht und ergreifend Hut abmachen kann. Und besser noch als der Hut ist... The Stevie Ray Vaughan aus Texas. Yeah, excuses for stealing your hat. I mean, but you know, we have to have a little gag. Is that a brand new guitar here? Well, actually, it's a 1959 Stratocaster. Also, es ist eine ziemlich alte Gitarre. Die sieht auch nicht neu aus, aber vielleicht können wir sie mal sehen, ja? Why does it look so... I mean, do you use it for other purposes? No, I just play it right. Er braucht also nicht für seine Gitarre nicht für andere Dinge. Er spielt nur drauf, aber er spielt ziemlich hart. Deshalb sieht sie wirklich aus wie abgebrannt, Stevie. And is the hat a trademark? You have that always? Yes, I do. Also wie einst vielleicht Daniel Gerard so auch zur Marke geworden von Stevie Ray Vaughan, sein Hut. Ich danke dir deshalb trotzdem. Thank you so much, dass du ihn mir gegeben hast. Thank you for the loan. No, stay, no, stay no, here. No, say, I thank you so for fast. Giving me the hat. We no, not ready already. To interview and we have time. What about this? This is beautiful. Is this also Texas? Yes, it's called a squash blossom. Called a squash blossom. That's wie right. Heißt das? Wie heißt das? Ein so ein Squash ist so ein Art so wie Aubergine oder was weiß ich, ein so wie eine große Gurke. Also wenn du es nicht weißt. Ja, Squash, nee, das kann ich hier nicht kaufen, weißt du, das Problem. But Stevie, it looks like Indian work. Yes, it is. It's just Indiana Sache. Stevie, how many guitars do you take for a concert? Usually I take 4 to 5. Oh, 4 bis 5 Gitarren in einem Konzert. Ein why, Konzert. You break them, you hurt them, or why? I just use different guitars for different sounds. Er braucht verschiedene Gitarren für verschiedene Aber Sounds. Es ja. ist nicht der einzige Grund, dass er verschiedene Gitarren für verschiedene Sounds braucht. Ich glaube, wenn man ihm nachher mal auf die Finger schaut, er spielt so hart, dass sometimes auch eine Saite reißt und dann braucht er einfach die nächste Gitarre. Is it right you've got a special man to restring him in the background? That's true, his name's Baron Barr. Baron Barr ist in the background und er macht immer, also wieder neue Saiten drauf, wenn eine platzt. Er macht den Gurt wieder auf, wenn der reißt, nicht, damit er ihn hat, ja. Stevie, seit wann spielst du Gitarre? Wann warst du das erste Mal auf der Bühne? How long have you been playing and when did you first get on the stage? Well, I've been playing for about 21 years altogether. I've been playing professionally for 16. Also hat er mit 2 Jahren angefangen, wenn er seit 21 years played. 21 Jahre gespielt und professionell seit 16. Is it right that you went to school by day and during the night you ran money by playing guitar? This is very true. And how long did you go to school? I didn't finish. Also man kann nicht beides auf einmal machen, zur Schule gehen und Gitarre spielen. Er hat gesagt, er ging in die Schule, also tagsüber, und dann abends hat er Geld verdient mit der Gitarre und dadurch hat er die Schule nicht durch. Aber die Gitarrenschule, das beherrscht ja. er. Aber Stevie, gibt es jemanden, der einem Gitarre spielen beibringt, wie du spielst? Is there somebody who can teach you to play the guitar like you do it? I don't know about that. Where did you learn it? Wo hast du es gelernt? Well, I just took my whole life to do it. Er hat sein ganzes And your Leben whole life dazu is how long? 29 years. 29 Jahre lang hat er geübt und ich finde, jetzt können wir sehen, was er kann. Ja, das können 29 wir sehen. Years. Moment, jetzt hole ich meinen Spickzettel, weil alle 4 Titel kann ich nicht absagen. Also, Stevie Ray Vaughan, übrigens, Double Trouble, you got your group with you. That's right. You better tell Hi. Who it is. Okay, on Hi. Bass is Tommy Shannon, on drums is Chris Whipper-Layton. How about a bisschen Applaus dafür, huh? For the Double yeah. Trouble Gruppe. Okay, going over there and ja, give us some möchte, sounds. Ich möchte eines noch fragen. Ich möchte eines fragen. Ich weiß, kein Künstler liebt Vergleiche, aber you are often compared with Jimi Hendrix. We didn't have a guitar player since Jimi. What do you say being compared? I said there was only one Jimi Hendrix and I'm me. Ja, und ich glaube, es gibt aber nicht nur einen Jimi Hendrix, sondern auch einen Stevie Ray Vaughan. Stevie, all music composed by you? Not all of it. The ones we're doing today. Das habe ich nicht, I didn't hear. There's only 2 of them that I'm doing of mine today. Er tut 2 Titel von sich heute. Well, these are the songs, Pride and Joy, Mary Had a Little Lamb, Love Struck Baby, and Testify. Which did you write? And this is I wrote Pride and Joy and Love Struck Baby. Okay, here is Stevie Ray Vaughan at Double Trouble.
To my
Stevie Ray Vaughan, Double you, Trouble. Stevie. Thank you, thank you, thank you. Zum ersten Mal im Übrigen in Deutschland. First time in Germany. That's right. Come back again soon. Er soll bald wieder kommen. Ja, und er sagt, vielen Dank. Der Blues, der Rockblues, der Bluesrock peitscht. Damit peitscht er sein Publikum auf, damit beruhigt er es und das Gleiche macht der Blues und der Rock mit ihm. Jawohl, dann ist er wieder happy. Er schien nie unhappy zu sein. Nein, überhaupt nicht. Wir sind happy.